ist jetzt vielleicht der Ruder mal. Herrlich. Ab geht's. Yay! What the fuck? Abfackeln. Gut. Mit dem können wir auch was anfangen. Da 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 da. Oh fuck, das war schlecht. Hoffentlich tat's weh. Sehr schön, Explosivschrot. Wie finde ich denn das? Und Insektenschwarm. Gleich mal gucken, was es kann. Ab Donnerstag gilt eine erneute Ausgangssperre. Bürger, die dagegen verstoßen, werden an den Apollo Square umgesiedelt. Haha. Nee, nicht unbedingt an Big Daddy. Telekinese. Oh. Ich war so wütend, als ich hier angekommen bin, aber mein Gott, ich hatte ja keine Ahnung. Hier sind überall Bewaffnete. Ich habe eine Frau gesehen, die fliehen wollte und über den Zaun geklettert ist. Einer von Ryans Wachleuten hat nur auf sie gezeigt und sie ist in Flammen aufgegangen. Einfach so. Was geht hier vor sich? Nichts Gutes. Na? Das sieht cool aus. Jungs. Upsa. Das ist ja mal geil. Und Wetter Basis, gib sie raus. Oh. Schlecht. Ich habe ihn noch erwischt. Ich muss ihn kaputt machen. Was ist jetzt schon wieder? Das ist okay. Thank you.
Genau, Mr. Bubbles, steh auf. Hey, Kleine. Nicht weinen. Doch, ich rette dich. Doch. Doch. Halt still, Kind. Oh cool, ich hab ein Ziel-Dummy. Danke. Kein Ding. Ja, ja. Okay. Hallo? Habe ich es jetzt genommen? Ja. In die Haie, Mr. Bubbles. Lol. Nein! Toll, jetzt ist der Defekt. Bumm, hat's gemacht. Aua. Immer wenn jemand einen anderen seine Drecksarbeit erledigen lassen will, appelliert er an dessen Selbstlosigkeit. Denk nicht an deine eigenen Bedürfnisse, sagt er. Denk an deinen Nächsten. Egal, wer es gerade ist. Staat, die Armen, das Militär, der König oder Gott. Der erste Stoß, in dem Fontaine sich versetzt hat, ist es zu gefährlich, deine Plasmide zu modifizieren. Du musst mit dem zurechtkommen, was du hast. Zack, es ist. Mit den Worten. Denk nur an dich selbst begonnen. Diejenigen, die für den König und das Vaterland schreien, sind die schlimmsten Zerstörer. Diese Verkehrung der Dinge, diese Lüge ist es, die die Menschheit an den endlosen Teufelskreis von Schuld und Versagen gekettet hat. Hä? Ach, den kann ich jetzt gerade nicht benutzen, oder was? Um reinzukommen, habe ich einen der Schlägertypen am Tor bestochen. Es ist schrecklich hier. Rechts von mir liegt eine tote Frau auf der Straße. Alle gehen einfach an ihr vorbei, als ob sie gar nicht da wäre. Aber ich habe überall diese hingesprühte Parole gesehen. Atlas lebt. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Aber irgendetwas sagt mir, dass es den Leuten wichtig ist. Ja, ja. Gib her. Glaub mir, ich will dir nicht unter den Rock gucken. Ich will wirklich dich bloß loopen. Das ist schlecht. Nein! Kann ich auch, Pisser. Dein Wille geschehe. Alter, halt doch mal still. Judas! Du nervst. So. Der Bienenschwarm kommt mir gerade gelegen. Ist jetzt schlecht, gell? Ah. Das
das ist auch schlecht. Ich könnte versuchen, einfach zu rennen. Ah! Oh, toll, da komme ich gar nicht raus. Oh, toll, doch. Oh, wo stand eine Sicherheitskamera? Alter. Nett. Ups. Dein Wille geschehe. So komme ich nicht an dich ran. Ups. Die Kraft des Herrn zwingt dich in die Knie. Ups. So. Dann hätten wir das auch mal soweit. Sehr schön. Oh, ehrlich jetzt. Ah. Du hast mich gar nicht gesehen. Och Mann, hey, ehrlich. Weg dich! Okay. Sieht soweit mal gut aus. Joa. Ja, das sieht sehr gut aus. So, eine Sorge weniger. Jetzt gehen wir da hoch. Winterblast, yay. Sehr schön. Sehr schön, dann richte mal. Deine glänzt was? Jo, was haben wir denn da? Gar nichts, toll. Alter! Ehrlich. Die bewegt sich gar nicht. Tadam. Ehrlich jetzt? Komm schon, komm schon. Ja. Nix, Alter. Okay. Nein, 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 nein.